Der April. Der Regen klimpert mit einem Finger die grüne Ostermelodie. Das Jahr wird älter und täglich jünger. Oh, Widerspruch voll Harmonie. Der Mond in seiner goldenen Jacke versteckt sich hinter dem Wolkenstor. Der Ärmste hat links eine dicke Backe und kommt sich ein bisschen lächerlich vor. Auch diesmal ist es dem März geglückt, er hat ihn in den April geschickt. Und schon hoppeln die Hasen mit Pinsel und Huben und schnuppernden Nasen und Höhlen, Gruben durch Gärten und Straßen und über den Rasen in Ställe und Stuben. Dort legten sie Eier, als ob es gar nichts wäre, aus Nougat, Krokant und Marzipan. Der Tapferste legt eine Bonbonniere. Er blickt dabei entschlossen ins Leere. Bonbonnieren sind leichter gesagt als getan. Wir sagen Hallo zu Kaffeeklatsch. Ja. Da sind wir, da sind die Leute. Hallo. Palmsonntag. Palmsonntag, wo sind die Palmen? Ja. Ja, die sind noch da drin. Die sind ja auch symbolisch, ne? Wurde empfangen. Vor 2000 Jahren. Ja, oder ein paar mehr. Jesus in Jerusalem ein, auf einer Eselin, übrigens hier der armen Leute. Und er wurde ganz doll gefeiert als Messias. Man hat ihm Palmen auf den Weg gelegt. Ja. Tja, aber nicht zu fassen, 10 Tage später wurde er ans Kreuz geschlagen. Ja, wie kann das sein? Ja, ne? Jetzt sag mir mal, wie kann das sein? Wie kann das so schnell umschlagen? Ich verstehe das überhaupt nicht. Ja, das ist ja auch, das ist ja genauso, wie die Stimmung herumschlagen kann, wenn man sich gut fühlt. Und das Leben ist toll und super. Und dann das andere Gefühl, wenn alles, ne? Aber wodurch? Das ist ja der Ursprung des Bösen. Darüber reden wir ja. Dafür sind wir ja hier. Dafür sind wir ja bei Kaffeeklatsch. Wir müssen ein bisschen Grund genau, haben. Genau. Ja, auf die Jugend, auf Palmsonntag, auf dich, auf uns. Ne? Auf die Wahrheit, ne? Auf die Wahrheit, ja. Und das ist ja so eine Sache, ne? Weil die Wahrheit, die ist ja in uns. Also ein Brüstchen, die ist ja in uns, ne? Die Wahrheit. Genau, ja. Das ist genauso wie die Lüge ist in uns. Ja, ich habe mir gedacht, ein guter Titel wäre auch, was war das? Ärger und Erleuchtung. Weil Ärger, aus dem Ärger entspringt ja alles das Böse. Wir haben auch Probleme, das haben die Menschen, da gibt es Ärger. Mhm. Und es gab ja seit Jesus, auch wenn Jesus kam, er hat die gute Nachricht verkündet, ja. Da gab es Ärger. Weil er hat denjenigen, die Autorität, irgendwie nicht so gemundet damit, ne? Dass er zu den Leuten Menschen geht und die heilen kann und denen sagt, hör mal, ihr müsst nicht nur euer Geld zählen oder nur ihr Kopf. Das wiederholt sich ja alles. Guck mal, auch der Papst, nicht? Hey. Der ist denen gar nicht so genehm, weil er nämlich all diese Dinge ablehnt. Ja. Der ist übrigens, das ist, muss ich wirklich sagen, dass der alles ablehnt, Komfort ablehnt. Da ist Jesus sehr ähnlich. Das ist auch die Sache, die mich immer faszinierte, als uns dann gesagt wird, dass nur durch Jesus. Wir müssen uns Jesus unterwerfen, weil Jesus hat ja man sagt, Jesus wurde für unsere Sünden gekreuzigt. Aber was bedeutet das wirklich? So, das bedeutet, also die meisten, wir lernen so, geh zur Kirche, unterwerfe dich, bete, bitte Jesus, komm in mein Leben und erlöse mich von meinen Sünden. Ja? Aber das ist ja auch irgendwie nicht so ganz, das ist ein bisschen abstrakt, wenn ich es mal überlege, ne? You understand? Ja, I understand. Ja. Und she understands. Er ist der König der Juden. Ja. Das ist auch interessant, ne? Ja, dann gibt es ja auch den König der anderen, ne? Der Muslime. Ja. Der König des Islam gibt es ja auch, ne? Ein König der Heiden oder König der was auch immer. Ja. Da gibt es auch die Republikaner, die gibt es ja auch, ne? Und die Linken. Ist vollkommen Blödsinn. Wir haben nur einen Gott. Aber Frau Eber, das ist ja auch, deshalb gibt es ja überhaupt Krieg. Meinungsverschiedenheit, Ärger. In der Welt. Ja? Und den gab es ja immer schon, weil das Thema wiederholt sich. Mhm. Und das ist ja der auch das Festhalten an seiner eigenen Überzeugung. Ja. Und glauben nur meine Meinung, mein Gott, das ist alles. Und dadurch ist ja auch kein Dialog möglich, weil die Leute reden für Gott. Gott hat sie außerhalb gesagt, du kannst jetzt für mich sprechen, du bist, vermittle mein Wort. Und das ist ja auch so interessant. Ich meine, die Bibel ist schon ein interessantes Dokument. Ja. Aber auch, wie es interpretiert worden ist. Mhm. Und die ganze Geschichte. Ich finde die Geschichte unglaublich interessant. Wenn die Bibel über ein paar tausend Jahre spricht, auch dass Menschen, die wurden ja schon 200 Jahre oder 300 Jahre oder so, ne? Ja. Das ist ja ein ganz anderer Zeitraum. Das waren Millionen von Jahren, ne? wie sich Dinge verändert haben, ne? Aber wie wir Menschen, das hat ja angefangen, das war ja 10.000 vor Christus eigentlich, wenn man das mal ein bisschen untersucht. Ja. Die Entwicklung von Agrikultur, von kleinen Städten, kleinen Gemeinden. Und das war schon, weißt du, was das der Anfang war? Für Krieg.
Das war der Anfang, das war das, sobald die Menschen gelernt haben, Vieh zu züchten und Dinge anzusammeln, nicht nur einfach, weil das war ja, wir waren ja damals in England Sammler, wir haben Bären gesammelt, wir haben Wild erlegt, um zu essen. Und wir haben mit Steinen gezahlt. Natürlich, ja, ja, aber da haben wir überhaupt nicht gezahlt. Da sind wir einfach durch den Wald gegangen, ja, haben uns was, ne? Genau, ne? Aber dann hat sich das ja entwickelt dahingehend, dass die Menschen auch gelernt haben, Vieh zu züchten und Dinge anzubauen, mhm, ne? Und auch Land zu besitzen. Und da fing es ja schon an, natürlich, ne? Weil dann eine Rasse sagt, wenn man nie Gewürz gehört hat, geht er weg. Mhm. Ja? Und das ist der primitive Mensch, auch wieder Neandertaler, schon mit der Keule immer, ne? Und da haben wir ja seitdem uns spirituell nicht weit von weg entwickelt, ne? Wir sind ja also spirituell immer noch so in der im Steinzeitalter. Aber wirklich, ne? Und wenn man sich anguckt, was passiert in der Welt. Ja? Ich aber auch das mit Stockholm, nicht? Und, ja, heute, auch, ja. Und heute ist Ägypten dran. Ja. Das haben wir jeden Tag. Ja. Aber der Ursprung davon, was war ja auch die Frage. Was ist der Ursprung von diesen Sachen? Das ist doch die Gier. Das kommt ja aus dem Böshaften. Ja. Das eigentlich gegen das Leben gestellt ist. Boshaften. Genau, boshaft, ja, richtig. Und raffsüchtig. Und ich meine, es fängt ja damit an, wie wir als spirituelle Wesen, als Gotteswesen, sozusagen als Kinder Gottes, kommen wir in die Welt, wir sind ja alle Kinder Gottes, und dann werden wir Teil von dieser Welt und dann lernen wir was völlig anderes. Und dann lernen wir, das ist der Weg der Welt. Das ist der Weg, ich meine, habe ich mir immer gedacht als Kind, wie wäre ich anders, wenn ich in China geboren werde, ja, oder wenn ich als Muslim geboren werde da irgendwo. Ist ja interessant, ne? Aber irgendwas ist dann doch das Gleiche, ne? Weil ich bin doch ich. Ja. Und also ist eigentlich eine Geburt auch eine Glückssache, wenn du so willst. Ja. Dass du nicht, aber irgendwie ist es schon auch vorbestimmt, als dass du geboren wirst. Du suchst dir das aus, unterbewusst natürlich. Du entscheidest, wer deine Eltern sind. Du entscheidest, wann du geboren bist, wo du, wie deine Umfeld ist, all das. Meinst ja? du, das machst du schon? Ja, wir alle irgendwie, weil das ist ja irgendwie ein Zyklus. Wir sind ja alle Seelen. Wir sind ja alle Seelenwesen. Du kannst ne? auch nicht sagen, dass diese armen Afrikaner sich das aussuchen. Das ja, aber na, also man, die, haben ja, aber die waren ja auch vorher schon mal hier. Ne? Ja. Wenn ich auch damals diesen Unfall hatte, und du hattest ja auch einen Unfall, es passieren ja auch diese, auch Krankheiten vor allen Dingen. Das, ja? Das ist ja alles ist der Lehrer. Ja, ne? Also, du weißt doch meinen Unfall und wie ich daraus nur Positives gezogen habe. Ne? Richtig, ja, da ja, bin genau. ich wieder in die Malerei gekommen. Und das ist also wirklich, und da entdeckt man auch seine Talente. Richtig, ja, genau. Ja. Wir haben ja so viele Talente, nur die meisten Leute kommen gar nicht. Man weiß nicht, weißt du warum auch? Ich weiß das für Christoph, wenn ich auch ärgerlich werde, ja, über Dinge. Na, Christoph getting pissed off, das ist immer so eine Sache. Damals als Kind habe ich immer einen Bock gehabt. Nein, ich wollte einfach nicht. Ne? Weil ich bin, das ist so eine Sturheit, muss ich zugeben. Ich will, was ich will, wie ich es will. Ne? Und ich mag nicht Dinge machen, die mir gegen den Strich gehen. Ja, wo ich fühle. Du kannst dich schlecht unterordnen, vor allen Dingen. Richtig, ich kann es, aber ich mag es nicht. Ja? Ja, das ist schwierig. Nee, ja, das hat mal Pech, Christoph, im Leben. Ja, das also ist, wenn ich mir mein Leben so angucke. Ne? Job, ja, hat mal Pech, wenn man sich nicht unterordnen kann. Wir müssen uns irgendwie alle. Unterordnung, wenn wir mal kurz unterordnen meiner Frau gegenüber, wie das war. So dominierend, ja. Oh meine gute Güte. Ja? Ja, das wow. Und aber deshalb ist es ja auch gekommen, weil ich damals als Kind schon so war, ich konnte mich nie unterordnen. Und da hat das Leben mir so eine Frau gebracht, um mir was zu lehren. Mhm. Natürlich, so ist es. Ja, ja. So ist es, so geht das. Wenn du das so siehst, bitte. Ja. Und das ist ja auch, ich meine, um auf Jesus zurückzukommen, den Anfang, den Ursprung, der des Guten und des Bösen. Jesus repräsentiert ja Wahrheit. Mhm. Auch Gott, wie sagen es Wahrheit? Gott ist Wahrheit. Mhm. Weil dann auf der anderen Seite steht ja die Lüge von der Wahrheit. Und das ist der Teufel, oder? Ja, aber was ist denn das? Das ist ja nicht dieser eine, der mit den Hörnern, das ist ja symbolisch, ne? Das ist die Dunkelheit, das kommt alles aus der Angst. Die wir ja lernen, auch Angst gegenüber den Mitmenschen, Angst gegenüber dem Angst, dich nicht so, wenn du dich nicht unterwirfst und genau das machst, wie die Gesellschaft es von dir erwartet, dann wirst du allein gelassen. Da bist du ein Einzelgänger, da mag dich keiner. Ja. Wirst du ausgestoßen. Und da fängt es ja schon an, ne? Ja. Wie kleine Kinder, die ja eigentlich, die kennen keine Grenzen, die kennen keinen anderen, die sehen, die spielen mit jedem Kind. Aber fangen auch schon an, darauf zu hauen, weil sie irgendjemand nicht mögen. Oder? Ja, natürlich, weil die wissen, aber wenn sie ein Spielzeug nicht kriegen. Und dann da fängt ja schon, drauf, da ne? fängt ja schon an, weil da fängt das der Ursprung des Bösen schon an. Gut, dass sie das haben. Die wollen was, die wollen es haben. Das ist der Attachment, sagt man. Das ist genau das Haben, auch Sein. Sagt er. Haben oder Sein, hat ja Erich Fromm ein gutes Buch geschrieben. Ne? Wir wollen was, wir haben zum Haut genauso. Wir haben unsere Meinung. Wir haben unsere Welt, wir haben unseren Glauben und wir halten daran fest. Ja, ja. Und wenn wir daran festhalten, dann kämpfen wir natürlich auch für, weil wir denken, wir haben Recht. Und da fängt es an.
Ja? Wir haben recht. Genau, ja, genau. Weil diese alte Tradition, wo du da einen Lehrer hast und der erzählt dir was und du hörst ihm zu und du merkst dir dann Dinge, dann ist ja wirklich, kann ich auch von Erfahrung, von jeder Mensch ist ja eigentlich ein Lehrer, könnte man auch so sehen. Jeder ist ein Lehrer. Jeder unterrichtet das, was er gelernt hat. In seiner Art, in seiner Persönlichkeit, in seiner Charakter, ne? In seiner Denkensweise. Ne? Finde ich interessant, das so zu sehen, ne? Wenn man so Leute ansehen könnte als Lehrer. Vor allen Dingen, das habe ich ja durch meine Heirat gelernt, vor allen Dingen schwierige Menschen. Menschen, die dich wirklich triggern. Menschen, die dich auf die Palme bringen. Aber ja, das ist der Punkt. Weil das hat ja eigentlich mit dieser Person, das hat damit zu tun, wie man darauf reagiert. Meine Kirche ist Liebe, meine Kirche ist Natur. Ja, ich meine, Kirche, Gott braucht keine Religion, keinster Weise. Ja, aber die Kirchen sind doch nur mal da. Oder? Aber die Religion ist auch da und die Kriegsindustrie ist doch auch da und die kann man doch auch nicht abschaffen. Ne? Aber die Natur, Mutter Natur, wird das nicht nur überleben, die wird sich regenerieren, weil wie wird uns Menschen abschütteln, weil wir Menschen sind wie so eine Art Pest. Ne? Ich meine, wir haben diesen Planeten befallen, wir haben ihn zerstört, wir haben einander versklavt, wir haben einander bekämpft. Ne? Und wir alle leben in diesem Bewusstsein, wo wir suchen nach dem gelobten Land. Wir suchen nach Freude, wir suchen nach was auch immer wir suchen. Mhm. Und wir alle denken, wir haben die Berechtigung, weil wir alle machen ja unsere Arbeit. Mhm. Mehr oder weniger. Ja. Ne? Weißt du, was ich meine? Mhm. Und das, wie gesagt, Pyramide, so interessant, da oben wird es gesteuert. Die steuern das. Ja, ja. Und wir unten machen alle unseren Job. Ne? Und wir wissen gar nicht. Mhm. Ne? Weil wir sind so. Wir sind so. Und wir rennen so durchs Leben. Ne? Und das wird immer schneller, jetzt auch mit den Handys. Ne? Jeder, wie man Informationen sendet über E-Mail, nicht damals, wie man einen Brief schreibt oder wie man ein Bild entwickelt. Ne? Ich meine, wie auch die Anfänge, das erste Telefon, oh meine gute Güte. Ne? Der erste Wagen, das erste Auto, ne? Wie sich das alles so schnell entwickelt hat. Und wir sind jetzt wirklich an einem sehr signifikanten Punkt angelangt. Auch in unserer Weltgeschichte. Ich habe das Gefühl, das ist auf den Nullpunkt. Durch. Ja, aber das ist ja, weißt du, was ist gut? Das ist der Anfang, das ist der Neuanfang. Das ist auch eigentlich die Nachricht von Jesus, das ist die Wiedergeburt. Das ist der Neuanfang. Es ist ja nicht nur darauf zu warten, zu sehen, wie sich das in der Weltgeschichte so entwickelt. Das ist ja für uns selber dahingehend auch wirklich bewusst zu werden, wirklich, was ist es in mir? Was ist eigentlich der Punkt? Ich meine, ich finde es interessant, aufs Leben zurückzublicken. Und die Dinge, die einem widerfahren sind und die verschiedenen Erfahrungen und Bekanntschaften, die man gemacht hat und Situationen, in die man kam und da irgendwie zu erkennen, da ist so ein Thema drin. Mhm. Ja? Weil man selber auch die Idee ist, wirklich, das Leben ist ja eigentlich wunderschön. Nur wir machen uns das selber so schwer. Und die Gedanken der Angst auch und die Gedanken der Sorgen und des Ärgers, ne, und der Furcht, die sind ja alle hier, sind ja alles Gedanken. Die kann man ja auch irgendwie ersetzen mit guten Gedanken und Zuversicht. Was ja eigentlich auch Jesus wirklich, wenn der hier wäre und sprechen würde, würde er sagen, sei zuversichtlich, ich habe keine Angst. Ja. In diesem Sinne, ne? In diesem Sinne. Würde ich auch sagen. Das war das Wort zum Sonntag, das wirklich. Das wollte ich gerade sagen, das war das Wort zum Sonntag, ne? Ja.